Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir suchen heute das Biest. Da unten ist er. Schauen wir mal eben, wie wir hinkommen. Ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, dass meine Nase ziemlich zu ist. Es tut mir wirklich leid. Aber ich habe gerade nur diese einzige Möglichkeit, heute aufzunehmen, weil ja die Folge eigentlich heute rauskommen sollte, aber sie wird jetzt erst morgen rauskommen. Und ja, ach so, er ist im Schloss drin. Und entsprechend kann ich jetzt nicht warten, bis meine Nase irgendwann sich mal begnügt. Ja, ich weiß, dass du auch noch eine Quest hast. Bis meine Nase sich irgendwann begnügt, dass ich wieder mich normal anhöre. Wo ist das Biest denn jetzt hin? Hallo? Hä? Der war doch auch da drin, oder nicht? Steht der hier hinter, oder was? Hallo? Biest? Versteck dich nicht. Ich werde dich trotzdem finden. Oder ist er wieder unsichtbar? Das kann natürlich auch sein. Er ist auf jeden Fall nicht hier. Oder gibt es hier irgendwie einen Trick? Gibt es hier einen Trick, dass ich hier noch weiter... Hä? Oh, ich hasse solche Sachen, ganz ehrlich. Biest, wo bist du hin? Da. Nö, der zeigt mir an, dass der da drin sein soll. Willst du mich jetzt hier... Ist es denn jetzt? Das hatten wir doch schon mal das Problem. Ich würde gern Zeit mit dir verbringen. Ja, würde ich auch. Aber solange das Biest nicht... Oh, da ist sogar Wasser drin. Solange das Biest sich hier versteckt und ich mit dem nicht reden kann... Ja. Biest, komm raus! Das ist doch nicht normal. Ist das jetzt ein Bug oder was ist hier los? Also ich meine, klar ist das ein Bug. Das muss ja ein Bug sein. Oh, halt! Boah, Biest, ganz ehrlich, ich klatsch dir gleich eine. Komm her. Nein, bleib stehen. Danke, hau dich wieder dass ab. Du mit mir sprichst. Ja, ja, ich mache auch noch mehr hier, wenn du wieder abhaust. Hey, du siehst heute aber gut gelaunt aus. Es ist ein schöner Tag. Ich freue mich, dich zu sehen, Gameplayerin. Das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Was hast du auf dem Herzen? Ich habe eine Idee für ein Projekt. Könntest du mir dabei helfen? Klar doch. Danke. Also, worum geht es bei dieser großen Idee? Mir ist aufgefallen, dass im Tal etwas fehlt. Es gibt hier viele schöne Blumen, aber eine wichtige fehlt. Es gibt keine Rosen. Ja, sage ich doch immer. Rosen und Sonnenblumen. Die zwei wichtigsten und schönsten Blumen überhaupt. Wo sind die hier im Tal? Du hast recht, das ist... Doch, das ist mir aufgefallen. Doch, doch, doch. Genau, ja, ja, es hat mich schon immer gestört, dass wir keine haben. Genau, das stimmt. Aber Biest, bei deiner Vorgeschichte mit der verzauberten Rose hätte ich gedacht, dass ich sie nicht mag. Ganz genau. Nun ja, es gibt eine Rose, über die ich nur ungerne spreche. Aber seit Belle in mein Leben getreten ist, haben sich Rosen von einem Symbol... für mein Unglück zu einem Symbol für das, was sich zwischen uns entwickelt hat, gewandelt. Das ist ja so romantisch. Ich schätze, das ist es. Wofür brauchst du also meine Hilfe? Nun, ich habe mit Christoph gesprochen und mit Wally. Es scheint, dass die Rosen hier am besten in ein Gewächshaus gedeihen können. Ach, und du benötigst meine Expertise im Bauen? Ja, ich habe versucht, selbst eins zu bauen, aber nun ja, meine Pfoten sind zu groß für die erforderliche Feinarbeit. Christoph half mir, indem er mir sagte, dass man für ein Gewächshaus braucht. Glas, getrocknetes Holz, Goldbarren, hallo? Einen Kristall und Erde. Oh, Kristall. Das könnte noch ein Problem werden. Und bitte... Nutze diesen Rahmen für das Gewächshaus. Christoph hat mir auch dabei helfen können. Keine Sorge, ich bin schon dran. Oh. Das sieht aber richtig schön aus. Ein Geschenk in purpurne... Keine Ahnung. Aber anscheinend scheinen wir doch schon alles zu haben. Weil da steht nur, baue das Gewächshaus. Da steht jetzt nicht, wir müssen irgendwas sammeln oder so. Schau mal nach.
Ja, Möbel ist es doch. Es ist unter Möbel, okay. Boah, sieht aber geil aus hier oben. Ach, Kristalle, das sind die. Ah, dann habe ich mich vertan. Von denen haben wir natürlich noch genug da. Stelle das Gewächshaus im Dorf auf. So, jetzt ist die Frage, wo stellen wir das auf und wie groß ist das? Also wenn es nicht zu groß ist, würde ich das schon gerne irgendwie... Ah nee, da habe ich den Teich hingestellt, ne? Die Weihnachtsdeko will ich jetzt auch nicht unbedingt wegmachen. Puh. Mal eben gucken. Moment, wie groß ist denn das überhaupt? Fragen wir erstmal so. Okay. Es würde hier doch eigentlich ganz gut passen, oder? Ich meine, da hinten sind die Sachen... Ach komm, wir stellen es jetzt einfach hier hin. So. Es sieht schön aus. Hier ist nichts drin, aber es sieht schön aus. Blumenlimit 0 von 2. Die nächste Blume kommt... dürfen wir die behalten? Also stehen lassen? Das wäre geil. Hi, ja. Hallo. Hervorragende Arbeit, Gameplayerin. Danke. Was steht als nächstes an? Nun, wir brauchen Rosen. Dort, wo ich herkomme, gibt es wunderschöne rote Rosen. Von dort, wo du herkommst? Du meinst dein Reich? Ja. Kannst du mir ein paar Stecklinge besorgen? Während du weg bist, werde ich mich mit dem Gewächshaus vertraut machen. Gerne. Links ist ein Tisch, rechts ist ein Tisch, zwei Vasen, Hände von lassen, sonst könnten die kaputt gehen. Gern geschehen. Klar doch. Danke. Du solltest sie ohne Probleme finden. Bitte achte darauf, nur gesunde Blumen zu nehmen. Die haben die besten Chancen, hier Wurzeln zu schlagen. Wird gemacht. Gehab dich wohl. Ja, gehab dich wohl. Ich weiß gar nicht. Achso, doch, übers Schloss können wir da rein. Ach, warte mal, wir können doch auch die Schnellreise, wie war das nochmal? Moment, T, genau. Was davon? Ach nee, wir können, oder? Doch, hier. Habe ich ganz vergessen, dass man das umschalten kann. So. Ich schon wieder. Wie komme ich jetzt nochmal in den Garten rein? Ich glaube hier und dann links, oder? Ich meine, der ist ja links von uns, aber ich glaube hier war auch der Eingang irgendwo. Ah ja. So. Jetzt muss ich nur noch Blumen finden. Hallo. Kann ich euch aufheben? Ach so, gieße vertrocknete Rosen. Okay, Moment. Ach, guck mal. Nee, das war jetzt nur Zufall. Es ist die Eiskönigin. Okay. Ah, okay. Also wir müssen erstmal alle gießen, damit wir die dann alle holen können. Ja gut, okay. Das ist kein Problem. Ist ja eine verzauberte Gießkanne. Der kann man das dann ja abkaufen, dass man die gießen kann und sofort nehmen kann. So. Oh, cool. Halt, stopp. Ja. Das sieht mir nach Die Schöne und das Biest aus. Ja. Cool. Fehlt uns ja auch noch einiges jetzt vom Neuen. Ja, ich wollte eigentlich die Blume, aber okay. Das sieht mir auch noch Die Schöne und das Biest aus. Nee, es ist Cinderella. Schade. Ich habe nur Blumen gesehen. Achso, ja. Die haben wir jetzt nicht. So. Dich auch noch. Zack. Zack. Jetzt haben wir 12 und jetzt können wir zurück, oder? Ja. Kann ich von hier aus eigentlich? Nee, von hier aus kann ich nicht die Schnellreise benutzen. Schade. Es wäre eine schöne Verbesserung gewesen. Bin ich jetzt richtig? Ich glaube, ja, oder? Ich verliere hier immer die Orientierung. Ich weiß nicht, warum. Dieses Schloss hat es mir angetan in Sachen Nicht-Orientierung. So. Biest, wo bist du? Da. Glaube ich natürlich genau falsch rum. Moment. Keine Zeit. Tut mir leid. Ja, toll.
Jetzt läuft der Strahl, der mich eigentlich zum Biest führen soll, hinter mir her. Das ist natürlich sehr gut gemacht. Okay. Oh. Nein! Oh, komm! Ich hasse es, wenn dann immer was anderes passiert. Einmal Blumen für das Biest. Frische Rosen, wie versprochen. Ausgezeichnet. Danke, Gameplayerin. Sie sind wunderschön. Ich bin eine ausgezeichnete Gärtnerin, ja. Mit der Dreamlight-Magie hier sehen sie bestimmt bald noch besser aus. Nee, ich sag mal, ich bin eine ausgezeichnete Gärtnerin. Obwohl das ja sein Garten war, ne? Aber ist egal. Was möchtest du mit den Rosen machen? Hat er doch schon erklärt. Ich hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen, sie an andere Dorfbewohner zu verteilen. Ich denke, wir sollen die hier einpflanzen. Was denn jetzt? Das ist sehr lieb von dir. Natürlich. Ich muss Wally eine geben. Von ihm habe ich viel über das Gärtnern gelernt. An Mirabelle auch. Sie hat mich wundervoll willkommen geheißen. Ich glaube, mit ihr hat er doch gar nicht gesprochen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wally und Mirabelle, verstanden. Was ist denn mit Christoph? Und Mutter Gothel? sind das vergiftete Rosen? das kommt überraschend, ja. Es erscheint bestimmt seltsam nach dem, was sie zu Belle gesagt hat. Sie hat Belle und mich allerdings in Ruhe gelassen seit dem Vorfall. Ich wollte ihr ein Zeichen meines Wohlwollens geben. Damit hoffe ich, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen können. Das ist sehr diplomatisch von dir. Die restlichen werde ich vorerst behalten. Ein paar sind für das Gewächshaus, damit wir mehr Rosen pflanzen können. Okay. Für eine habe ich ganz besondere Pläne. Ah, das war nämlich mein erster Gedanke. Wie geheimnisvoll. Ich mache mich dann mal auf und liefere an Wolli, Mirabelle und Mutter Gutel aus. Danke, Gameplayerin. Tschüss. So, ist Mirabelle überhaupt zu Hause? Das weiß ich ja gar nicht. Nee, die ist gar nicht zu Hause. Wolli ist aber hier. Moment, Wolli. Hi. Die ist vom Biest, weil du ihm so toll beim Gärtnern geholfen hast. Das hier ist für dich, Wolli. Es ist ein Geschenk vom Biest. Oh. Er weiß, dass du die Gartenarbeit liebst und wollte dir eine Blume schenken, die neu im Tal ist. Vielleicht wurde es ein bisschen peinlich, als du ihm deine Fähigkeiten im Garten gezeigt hast. Daher ist dies auch eine kleine Entschuldigung von ihm. Wow. Viel Spaß damit. Ich werde das Biest wissen lassen, dass sie dir gefällt. Ja, gerne, gerne, gerne. Wo ist denn der Rest hier? Mutter Gothel. Ach, Mirabelle ist am Essen, okay. Mutter Gothel, lauf nicht weg. Ich habe eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Wo ist sie denn jetzt hin? Dieses Ding läuft mir irgendwie nur hinterher. Ah, jetzt geht's mal vor. Sehr schön. Mutter Gothel. Hä? Ach, die ist jetzt nicht nach da oben gelaufen. Willst du mich denn hier... Oh, können die nicht mal stehen bleiben? Ach, für mich? Wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Weil die Blume erstmal wachsen musste. Oh, bitte, erzähl mir nicht, dass du planst, mich noch einmal zu schelten. Oh nein, das ist nur ein einfaches Geschenk. Ich half dem Biest, einige Rosen aus seinem Reich mitzubringen. Er möchte sie mit den Bewohnern des Tals teilen. Ah. Hm. Naja, ich nehme an, das ist wohl harmlos. Es ist nicht meine bevorzugte Form einer verzauberten Blume. Hm. Aber sie ist ziemlich hübsch. Sie ist als Friedensangebot. Das Biest hofft, dass dies eine neue Zeit der, sagen wir mal, relativen Ruhe zwischen euch beiden einläuten wird. Oh. Oh, na gut. Ich werde nett sein. Ausgezeichnet. Gut. Hallo. Jetzt weißt du, dass du immer auf mich hörst.
Nee, ich muss nicht auf dich hören. Warum sollte ich auf dich hören? Mirabelle war eben noch hier. Ich glaube, sie ist auch noch da, aber ich kann sie nicht anvisieren. Da! Ha! Das ist immer so blöd, wenn die alle übereinander sind. Also irgendwann findet man dann das Richtige, aber das dauert dann auch immer ein bisschen, bis man es auswählen kann. So, Mirabelle, wo sind sie? Wo ist denn sie vor allen Dingen? Oh, ich kann kein Deutsch mehr. Jetzt ist die weg oder was? Ist die jetzt wieder unsichtbar oder ist die jetzt nicht mehr hier? Oh. Sie soll aber jetzt auch nicht mehr hier drin. Oh, das ist nicht dein Ernst. Das ist... Leute. Ich verstehe dieses System nicht. Als ob Disney so ein Anti-Suchprogramm eingebaut hat. Sobald man sich irgendwo hin teleportiert hat, zu einem, den man sogar noch markiert hat, ist die Person weg. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht soll man länger im Spiel bleiben oder so. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Hola. Ich will gar nicht wissen, wie das Ganze aussehen wird, wenn das Ganze kostenlos ist beim nächsten Update. Hi Mirabelle, eine besondere Lieferung für dich ist angekommen. Eine neue Rose. Oh, Gameplayerin. Sie ist wunderschön. Liebe Grüße vom Beast und er lässt dir seinen Dank ausrichten, dass du ihn im Tal willkommen geheißen hast. Ja. Das ist so lieb von ihm. Es erinnert mich an meine Schwester Isabella. Sie erschafft wundervolle Blumen, wie diese andauernd. Es freut mich, dass das Geschenk vom Beast dir dabei hilft, dich an deine Familie zu erinnern. Das wird es. Sag ihm, dass er jederzeit herzlich willkommen ist, wenn er Hallo sagen möchte. Achso, mehr nicht. Kaffee oder so kriegst du keinen Tee? Vielleicht ein Glas Wasser? Adios! Ja, adios! Ich darf wahrscheinlich auch nur Hallo sagen. Ich bin auch nicht länger willkommen. Nein. Beast? Beast ist da. Beast ist bestimmt gleich wieder weg, wenn ich hingehe. Mal gucken. Aber ich porte diesmal nicht. Vielleicht funktioniert sie auch diesmal. Sie ist schon weggegangen. Aber gut gelaunt anscheinend. Vielleicht hat er eher schon die Rose bereicht. Vielleicht sind wir auch gleich Zeuge davon. Ich weiß es nicht. Hi. Mein Freund. Ich habe diese drei Rosen übergeben. Was steht jetzt dann? Eine besonders schöne Rose habe ich für eine besondere Person aufgehoben. Oh, danke, Beast. Woher wusstest du, dass ich eine Rose wollte? Ohne Scheiß. Das habe ich gerade gedacht, kurz, ob ich das sagen soll aus Scherz. Ah, sie ist für Belle bestimmt? Ja, so ist es. Belle liegt mir am Herzen. Das will ich ihr zeigen. Nun, eine Rose ist die perfekte Art, das zu zeigen. Ich nehme an, du willst in diesem Moment etwas Privatsphäre haben? Eigentlich wäre deine Anwesenheit sehr beruhigend für mich. Ich bin es nicht gewohnt, mich so zu öffnen. Und ich bin nervös. Oh, es wäre mir ein Vergnügen, für dich da zu sein. Danke, Gameplayerin. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ja. Nachdem wir Belle gesucht haben. Gehen wir jetzt raus? Ich habe zuerst gedacht, sie kommt hier rein. Nein, da ist sie schon. Hallo, Belle. Ich habe etwas für dich. Und ich kann es nicht sehen. Eine Rose? Sie ist wunderschön. Das freut mich. Aber sie ist nichts im Vergleich zu der Schönheit in deinem Herzen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du brauchst nichts zu sagen. Ich wollte dir nur sagen, du bist mir wichtig, Belle. Nachdem ich hier Zeit mit dir verbracht habe, bist du mir noch mehr ans Herz gewachsen. Mir geht es genauso. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ja, tschüss. Oder hallo. Oder wie auch immer. Hallo. Beast, ich habe deine Unterhaltung mit Belle mit angehört. Es war so romantisch, dass ich fast geweint habe. Ich bin zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Ich freue mich sehr für dich. Danke, Gameplayerin. Für alles. Du hast mir so sehr geholfen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich hier einmal zu Hause fühlen würde. Aber du hast dafür gesorgt, dass ich im Tal willkommen geheißen wurde, Freunde gefunden und meine Beziehung zu Belle vertieft habe. Du hast mir sogar geholfen zu verstehen, was ich im Innersten empfinde. Dafür bin ich da. Ich wollte dir etwas geben,
Bitte nimm es als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Ah, für Level 10. Oh, wow, danke. Das ist ein tolles Geschenk. Ja, für einen Mann, aber gut. Du hast es dir redlich verdient. Ich werde dir immer dankbar sein, Gameplayerin. Ich habe das Gefühl, ich habe in dir eine wahre Freundin. Oh, das ist beeindruckend. Ne? Es ist beeindruckend, dass du Freunde hast, genau. Nein. Ach, ändere dein Outfit, das passt ja gerade dazu. Mein Kleidungsset hier. Ach so, ich bin ja auch so doof. Wieso gucke ich hier eigentlich rein? Moment, halt, stopp, F. So, Garderobe. Wo drunter? Naja, unter Kostüm? Ja doch, es läuft wahrscheinlich unter Kostüm, weil das ist so ein kompletter Anzug gewesen. Ja. Also Typen sehen damit bestimmt sehr gut aus. Mir steht das jetzt nicht so. Vor allem macht das voll die breiten Hüften irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich meine, gut, ist natürlich jetzt nicht geschlechtsabhängig, dass man sowas tragen kann, aber ich sieht weiß schon einfach, ein bisschen. Dass wir gute Freunde werden. Olaf! Mann! Immer diese Jumpscares hier in Disney Dreamlight Valley. Aber ich bevorzuge halt, wie gesagt, gerade bei meinen Chars auf jeden Fall immer irgendwas Weibliches. Weil ich bin halt eine Frau, warum sollte ich dann hier, ja, irgendwelche Kostüme, also Kostüme jetzt im Sinne von männlich aussehende Kostüme tragen. Wenn es jetzt Kostüme sind, dass ich aussehe wie ein großer Kürbis oder so, das wäre vielleicht auch noch ganz lustig. Oder irgendwas anderes. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. In der nächsten Folge fangen wir dann mit Belle an. Kann ich nicht sagen, weil wir haben ja, glaube ich, die erste schon gemacht. Aber wir machen dann mit Belle weiter. Oder fangen mit ihr an. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Haben wir mit ihr schon was gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es mit Belle weiter. Und ja, ich glaube, zwei Quests sind noch offen, die wir noch machen können. Und ansonsten muss ich nebenbei noch ein bisschen leveln, damit ich wieder weitere Quests mit ihr machen kann. Ich glaube, sie ist jetzt so auf Level 5 oder so, meine ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber für die nächste Folge ist auf jeden Fall gesorgt. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.